Hallo und herzlich willkommen zu meinem Top und Flop Bestrafungsvideo. Ich habe hier heute die Aufgabe, meiner Bestrafung gerecht zu werden, meiner Niederlage im Nerdquiz gerecht zu werden. Denn ich habe ganz knapp gegen Jonathan verloren. Der hat mich dann doch noch auf den letzten Metern liegen lassen und hat sich dieses Jahr einfach besser vorbereitet. Peter und Christian sind sowieso bei Filmen außer Konkurrenz, weil die haben das quasi studiert. Tja, und heute darf ich für euch ein schönes Top-Flop 2016 mit den schlechtesten und den besten Filmen von mir persönlich als Empfehlung oder auch einfach als Ranking für euch hier produzieren. Und vielmehr sehe ich es als eine geile Herausforderung, euch ein schönes Video zu produzieren, als vielmehr eine Strafe. Naja, ich muss halt die ganze Zeit da rein investieren und so, aber dafür kommt hoffentlich für euch auch ein cooles Video raus. Fangen wir doch einfach mal an. Ich habe mir rausgesucht die Flop 4, also die schlechtesten 4 Filme, die meine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt hat, die ich richtig feiern wollte, aber dann leider mega abgestürzt sind. Und meine Top 10 der besten Filme 2016. Die Flop 4 des Jahres, die werden unterstützt, nicht durch die goldene Himbeere, nein, durch den pinken Sammy Püschel. Ja, ich habe mir überlegt, es gibt die goldene Himbeere und das sind meine 4 schlechtesten pinke Sammy Püschel dieses Jahr. Oh, gehört sie zu dir? Ich dachte zu dir. Auf Platz 4 finden wir Batman vs. Superman. Wer hätte es gedacht? Ja, ein super krasser Titel fand ich, als ich den ersten zum ersten Mal gehört habe. Hey, da kommt ein Film mit Batman und Superman raus. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, The Batman! Ja, ich habe mich etwas verschrieben beim Filmquiz. Passiert, aber war lustig. Ich habe es mir nachher nochmal angeguckt. Ja, mega Titel, wo ich mich mega drauf gefreut habe, weil ich mag Batman total. Und naja, Superman, naja, aber ich dachte, es wird ein mega epischer Kampf, mega geiler Film. Und was war's? Ein richtig schlechter, naja, Film. Also, deshalb Platz 4 für mich dieses Jahr. Sei glücklich. Lächle. Platz 3 ist ein Titel geworden, auf den ich mich auch super gefreut habe. Angry Birds hieß der Film und der Trailer sah super witzig aus. Ich habe mich mega drauf gefreut, bin dann ins Kino gegangen mit meiner Freundin und sie fand den Film so und ich fand den Film so. Ja, leider waren in dem Trailer schon ziemlich viele Dinge implementiert, die leider die wichtigsten und lustigsten Szenen waren. Das ist dann immer ein sehr schlechter Film, wenn in dem Trailer schon das Geilste drin war. Deshalb Platz 3. Ich muss es allen erzählen, sonst ist das hier tot. Ihr könnt mich mal, ihr Stinker. Vielleicht bestrafen die Götter uns, weil wir gefingert haben. Oh, es war ja nicht mal... Gut, es war okay, aber man würde seinen Status doch nicht ändern, denn ich habe sowas von toll gefingert. Kommen wir zu Platz 2. Das ist ein ziemlich komischer Film. Dieser Puschel wird wahrscheinlich auch in diesem Film irgendwie vorkommen als Befriedigungsmittel, weil es ist Sausage Party. Der Trailer sah echt witzig aus. Also ich habe ihn, wo habe ich den gesehen? Im Fernsehen? Nee, im Fernsehen nicht. Irgendwo im Internet habe ich den Trailer gesehen. Und meine Freundin, ach, oh ja, ich habe mal wieder Bock auf Animationsfilm, lass doch mal den gucken. Ja, sind wir reingegangen und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so gedacht, boah, dieser Film ist einfach nur Müll. Also jetzt, ich möchte gern aufstehen und gehen. Ich verpasse nichts in meinem Leben. Doch, ich verpasse was in meinem Leben, wenn ich jetzt hier sitzen bleibe und mir diesen Film zu Ende schaue. Der ist einfach
Richtig, also wenn man richtig vollgeballert und breit ist und besoffen und was. So wie Sharknado oder sowas, so voll so ein behämmerter Film, dann ist das vielleicht was für den Abend, aber nicht. Wenn man so einen schönen Animationsfilm sich vorstellt, der irgendwie lustig ist und ja, der ist einfach nur mega Banane. Die zerstören gern Wahrzeichen. Auf Platz 1, Enttäuschung des Jahres bei mir war Independence Day 2. Es war einfach, ich weiß es nicht, ich fand den ersten Teil so cool mit Will und so das Ganze, das war ein guter Film, war halt ein bisschen viel herbeigezogen und ich habe mir den davor auch nochmal auf DVD angeguckt. Und habe mir gedacht, ja gut, früher ne, fandst du den halt geiler als jetzt, wo du ihn nochmal geguckt hast. Aber Independence Day 2 war einfach nur noch so haarsträubend, so für mich irgendwie voller haarsträubender Dinge, die da irgendwo auf einmal herkamen. Diese mega creepigen Aliens und diese Schlachten, die irgendeinen Verlauf hatten, den ich nicht verstanden habe, wo ich dachte, Mensch, Logik und keine Ahnung. Der hat mich leider sehr, sehr, sehr enttäuscht, was meine Erwartungen leider hinter sich ließen. Also es war echt schade. Kommen wir endlich zu den geilen Filmen. Ja, darauf, wo wir alle drauf gewartet haben. Top 10 für mich persönlich dieses Jahr. Das heißt, es deckt sich nicht unbedingt mit euch, genauso wie die Flop-Filme. Vielleicht waren auch welche dabei, wo ihr gesagt habt, Mensch, der war voll geil, den habe ich voll gefeiert. Passiert. Geschmäcker sind verschieden und ich hoffe, ja, das ist auch nur meine Meinung. Ich lasse sie nicht noch eins töten. Ich werde mich dem nicht länger unterwerfen. Newt! Die Zeit läuft Ihnen davon, Mr. Scamander. Kommen wir aber zu Platz 10. Das war für mich dieses Jahr Fantastische Tierwesen. Ich hatte nicht gedacht, völlig erwartungsfrei bin ich in diesen Film gegangen, habe eher so gedacht, Harry Potter Filme waren alle super cool und mal gucken, was da jetzt für ein neues Universum startet, wie mich die Story neu aufbaut, weil es soll ja komplett unabhängig von Harry Potter eigentlich sein. Und war es auch, also fast komplett unabhängig, aber eine komplett neue Story, neue Inhalte, auch neue Themen, fand ich sehr, sehr cool, das mit den Tierwesen, das Ganze aufzubauen. Es war auch was anderes, nicht so wie Harry Potter, hey, wir haben hier eine Schule und Zauberkinder und die machen flup, flup und lernen was und dann passiert noch was Cooles nebenbei. Es war vom Stil her auch ein neuer Film und das hat mir einfach sehr gut gefallen und hat mich überzeugt und freue mich auf den nächsten Teil. Du weißt, ich würde das nicht tun, wenn ich eine Wahl hätte. Aber er ist mein Freund. Das war ich auch. The First Avenger, Civil War. Platz 9 ist The First Avenger, Civil War. Ja, ein Film, der eigentlich auch etwas höher hätte landen können, rein von dem, was er beinhaltet, weil es ist einer der Avengers-Filme. Nein, The First Avenger. Also es dreht sich alles sehr, sehr viel um Captain America, den ich persönlich nicht ganz so feier. Auch die Filme, die vorher mit ihm rauskamen, die waren zwar ganz cool, aber halt echt nicht so mega. Aber hier war viel Neues auch wieder drin. Hat mich ein bisschen gestört, dass es viel um Captain America ging, weil ich bin mehr so der Iron Man Fan, ja, also ich mag halt Tony Stark total gerne, also mega Fan. Aber so, sehr guter Film, kann man sich geben und ich freue mich auf jeden Fall auf mehr, weil Avengers-Filme sind immer ein Highlight im Jahr. Hab keine Angst. Du kannst mir vertrauen. Thank you.
Auf Platz 8, einer der von mir meist erwartetsten Filme des Jahres, wirklich, weil ich habe das Dschungelbuch so sehr geliebt in meiner Kindheit. Ich habe, glaube ich, die CD, also die Kassette, früher immer zum Einschlafen gehört vom Dschungelbuch und den Film tausendmal gesehen, also den Comicfilm. Und ich habe mich so drauf gefreut und war im Endeffekt sehr zufrieden mit dem Film. Schön umgesetzt, tolle Inhalte, aber so irgendwas, irgend so ein paar, ich glaube, es war die deutsche Synchronfassung. Ich glaube, ich muss mir den echt nochmal auf Englisch auf DVD dann holen. Und weil es ist einfach, keine Ahnung, auf Deutsch, weil King Louis war so grausam, fand ich auf Deutsch. Das hat, wenn er gesungen hat, das hat nicht gepasst so richtig, keine Ahnung. Irgendwie kam das Feeling auf Deutsch, glaube ich, nicht so gut rüber. Der Film war aber großartig und deshalb leider nur Platz 8 hier in diesem Jahr. Ich hätte ihn auch wieder gerne höher angesetzt, aber nahezu perfekt und es ist halt das Dschungelbuch. Was machen Sie während der Purge-Nacht hier draußen, Senatoren? Das war ein versuchtes Attentat. Kommen Sie. Sie verfolgen uns. Alle runter! Festhalten! Ich muss sicherstellen, dass Sie diese Nacht überleben. Da kommen Sie. Runter! Platz 7. Nicht 17. Naja, wir haben jetzt 2017. Aber auf Platz 7 von 2016. Dort steht The Purge Election Year. Ja, warum ist dieser Film da? Ich mag die Purge-Filme. Es ist einfach mal was anderes. Es ist einfach, es behandelt mal andere Themen, mal völlig neu aufgezogen. Also es, vor allem werden die Filme halt immer besser. Also der war jetzt auch nochmal einer der besten Filme der Reihe und von daher gehört er einfach auf diesen Platz 7. Ich vertraue Becky. Du vertraust Becky. Becky ist gerade ein Becher. Findet Dory. Auf Platz 6 hat sich breit gemacht. Findet Dory. Ja, ein super schöner Animationsfilm nach Findet Nemo. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Die Story war für mich nicht ganz so rund wie bei Findet Nemo. Aber super schön gemacht, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail, tollen Charakteren, tollen neuen Charakteren vor allem auch. Und das hat mich einfach, es ist einfach schön, solche Filme zu sehen. Es ist einfach toll und schön, dass es solche, von den Animationsfilmen dieses Jahr, sehr, sehr viele gute gab. Und es war einfach ein tolles Jahr 2016, was Animationsfilme anging. Kommen wir aber direkt zu Platz 5. Viele werden sich jetzt fragen, was ist Conjuring 2? Kenne ich nicht, noch nie gehört. Ja, ich früher auch nicht. Meine Freundin hat mich dahin gebracht, dass wir uns die Filme mal angucken. Es gibt jetzt mittlerweile zwei Teile und der zweite Teil war einfach super gut. Also ich mag persönlich gute Horrorfilme, gute Psycho-Horror. Ist ja geil, aber meistens sind die halt schlecht gemacht, deshalb mag ich das Filmgenre meistens nicht so, weil halt voll wenig gute Filme da gibt. Conjuring, finde ich, zählt einer zu einer der besseren, deutlich besser gemacht, mit einer guten Handlung, mit guten Erschreckmomenten, aber nicht so brachial draufgesetzt, dass einfach nur ein Jumpscare kommt. Wirklich eine tolle Handlung auch dahinter, basiert auch noch auf einer wahren Geschichte und hat damit Platz 5 verdient. Heute Abend mache ich es mir selbst. Ich muss wirklich sagen, ein Highlight des Jahres war wirklich Deadpool. Ein Film, von dem ich
nichts erwartet habe, wo ich vorher auch gar nicht wirklich von gehört hatte, der ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Dann habe ich irgendwann von den Jungs gehört, hey, da ist ein Trailer draußen, guck dir den mal an, der sieht voll fett aus. Und ich habe mich weggeschmissen, habe gedacht, hey, was für ein verrückter Film. Was wird das für ein Film? Habe mich ins Kino mit meiner Freundin gesetzt und wir haben echt den halben Film lang uns über jeden blöden, dummen, stumpfen Gag da beömmelt und auch super gemacht, der Film. Das Ende zieht sich so ein bisschen und ist halt, ja, gehört halt zu einem Actionfilm dazu, aber halt so das komplette Storytelling, der Charakter, wie er aufgebaut war, ist einfach super geil gemacht in Deadpool und da hat sich der Kinobesuch einfach mega gelohnt. Haha, ja, sehr witzig. Können wir bitte mit den Kennzeichen weitermachen? Hey, stopp. Priscilla. Oh, nein. Ja? Flash? Wie nennt nein. Man? Ein dreihöckriges Kamel? Ein? Genre. Okay, toll, wir haben es kapiert. Dreihöckriges? Zumania. Schnell, sonst kommen wir in den Berufsverkehr. Was? Es ist Nacht? Auf dem Treppchen auf Platz 3 ist Zumania. Ja, Zumania war auch ein super schöner Animationsfilm. Auch wieder aus dem Hause Disney, weil, keine Ahnung, also Disney macht halt die krassesten, geilsten Filme. Da kann man einfach nichts dran rütteln. Zumania hatte ich auch am Anfang nicht so eine mega hohe Erwartung, weil der Trailer sah zwar lustig aus, ich konnte mir aber unter der Story dahinter überhaupt nichts vorstellen, habe mich auch gar nicht so großartig erkundigt und bin in diesen Kinofilm reingegangen und fand einfach, die Story war toll, die Story war eingängig, hatte Tiefe, hatte schöne Charaktere, hatte abwechslungsreiche Charaktere. Und es war einfach super toll aufgebaut, super gemacht, ein paar geile Gags, ein paar lustige Charaktere und einfach eine tolle Story. Und es sah einfach fantastisch auch noch aus. Was will man da mehr? Da geht man gerne ins Kino und schaut sich einfach mal so einen Film an. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was, wenn die dich zerstören? Wenn du nicht aufhörst zu kämpfen? Auf Platz 2, auch ein Film, der mich überrascht hat. Ich hatte nicht gedacht, dass Star Wars jetzt noch ein super, also wirklich ein super Füllerfilm findet und kreiert und macht. Ich hatte so wenig Erwartung an Rogue One, dass ich ins Kino gegangen bin mit Christian und Dennis ja in die Vorstellung, in die Pressevorstellung in Köln und hatte gedacht, ja, Star Wars Film, ne, ist nie schlecht. Aber der war wirklich gut. Der war wirklich gut gemacht. Die Story war wieder super erzählt. Selbst ich, der sich eigentlich für diese Hintergrundstory überhaupt gar nicht irgendwie begeistern konnte im Vorhinein, dass mich eigentlich die Charaktere gar nicht interessiert haben und das Ganze so, ja, bla, dann holt ihr halt die Pläne und hat mich echt gecatcht. Also die Charaktere super aufgebaut. Auch hier wieder, keine Ahnung, mittlerweile kommen so gute Filme einfach raus. Und der gehört auf jeden Fall dorthin und gehört auf jeden Fall auf Platz 2. Und diese epische Schlacht am Ende, oh, die war so geil. Ich habe nachher nur noch so da gesessen. So. Dankeschön und ich war so glücklich, dass ich in diesen Kinofilm gegangen bin. Ich falle immer noch. Vor uns liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren. Kokomora. Koko, was? Die sind irgendwie süß. Bayana, das Paradies hat einen Haken. Und zum Abschluss kommen wir noch zu Platz 1. Bayana. Ich war mit meiner Freundin über Weihnachten ja in München und dann sind wir dort auch ins Kino gegangen, in diesen wunderschönen Film Vaiana. Ich stehe ja total auf Karibik, auf Bora Bora und auf so Inselkulturen wie auf Hawaii und es ist einfach, finde ich einfach schön. Es ist einfach schön, es ist einfach, wenn man sich das anguckt, Aufnahmen von da, dann kriegt man direkt gute Laune, wird happy, man sieht die Strände, Palmen, blaues Meer, blauen Himmel, geil. Und dann machen die da einfach mal so einen episch geilen Film noch draus mit einer tollen Mythologie-Story dahinter und tollen Charakteren. Das Huhn, das hat mich gekillt. Ich habe mich so beömmelt in diesem Film wegen diesem einen Huhn. Einfach ein super geiler Nebencharakter, der richtig toll implementiert wurde. Einfach noch
die Gags da rausgeholt hat. Und ja, eine super Story. Ich finde, da die kann jeder gucken. Der spricht einfach jeden an. Der ist so straight geil. Und einfach nur schön. Also ich bin da rausgegangen aus diesem Film und habe gesagt, einfach nur schön. Schön. Und wahrscheinlich dadurch, dass es halt noch nicht so lange her ist, auch meine persönliche Top 1, weil, ja, da ist einfach noch die Erinnerung auch noch so schön. Also ich würde ihn einfach auch gern nochmal gucken. Ich hole mir ihn wahrscheinlich auch auf DVD, wenn er dann rauskommt. Und, ah, Mensch. Ja, geil. Das war's dann auch schon mit meiner Top 10 für dieses Jahr. Ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare hauen, was ihr so dazu sagt, welche eure Favoritenfilme dieses Jahr sind, welcher auf Platz 1 steht und welchen ihr so richtig scheiße fandet. Einfach mal in die Kommentare hauen. Würde mich mega interessieren, was da eure Favoriten sind. Also einfach mal reinschreiben, würde mich freuen. Ich schau mal rein und vielleicht habe ich ja auch noch was Geiles vergessen. Ich weiß es nicht, ich habe eigentlich ganz gut recherchiert, aber vielleicht habe ich ja noch einen Schmankerl vergessen und der taucht in den Kommentaren auf. Vielleicht war es ja auch Pete's Meat. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr hier bis zum Ende meine Top 10 noch geguckt habt. Und ich freue mich einfach, dass ich dieses schöne Bestrafungsvideo machen konnte. Es war zwar viel Arbeit, die ganzen Trailer raussuchen und die ganzen Vorbereitungen und hier, aber das habe ich gerne gemacht. Ich mache das gerne hier an meinem freien Sonntag für euch, denn ich denke, da kommt auch ein richtig cooles Video für euch raus. Und beim nächsten Mal muss ich mich einfach mehr anstrengen, wenn ich kein Bestrafungsvideo mehr machen möchte. Das werde ich auch tun, mal gucken, was die nächste Nerdquiz-Thematik dann sein wird. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt dem Ganzen noch einen Daumen und wie gesagt, schreibt in die Kommentare fleißig, was eure Top-Filme und Flop-Filme seid. Wir sehen uns. Haut rein in einem der nächsten Videos. Bis dann, euer Sepp. Tschüss.